Damen und Herren, wunderschönen guten Abend zur vierten Ausgabe von Gunshot Home. Heute Musikantenstammtisch. Es wirken heute Abend mit von den Wiener Philharmonikern der Herr mit Stil, mit Krawatte und Turnschuh, Christoph Giegler an der Tuba. Ebenfalls von den Wiener Philharmonikern der Stargast heute, bekannt in Stadt und Land, der verwahrloste Superstar Matthias Schorn an der Klarinette. Große Freude. Dann die Volksmilch, das Harmonieinstrument, das wir aufgrund der Lufterzeugung zu den Blasinstrumenten rechnen, die steirische Harmonika und auch das Akkordeon spielt, Christian Bakanitsch. Und dann noch ganz der wichtigste Mann, nämlich der Schwiegersohn unseres Hauptsponsors heute, der Köbelwirt aus Jonsbach. Grüße nach Jonsbach ans Gasthaus Wolf Köbelwirt. Gehen Sie dort unbedingt wieder wandern, wenn Sie dürfen. Stürzen Sie nicht ab im Berg, sondern im Wirtshaus. Bernhard Holl. Wir machen, nachdem wir jetzt drei hochwertige Konzertabende hier erlebt haben, in dieser Konzertreihe, eine Sache, ein Happening, wie es früher immer stattgefunden hat beim Notzil. Einmal im Monat hat man sie getroffen und hat genau solche Stücke gespielt, die wir hier jetzt für sie spielen. Wir haben einfach alte Marschbierchen ausgeräumt, mitgebracht, ausgedruckt, wie man das halt so macht heute, und spielen jetzt einfach eins nach dem anderen. Und ich darf Sie daran erinnern, es ist kein Gratis-Event, es ist natürlich kein Hochkulturkonzert wie die ersten dreimal. Diesmal geht der virtuelle Hut durch, aber auch diesen bedient man mit PayPal und IBAN. Wir verstehen uns. Jemand hat mir geraten in einem Kommentar, ich solle weniger auf Zahlen hinweisen. Ich werde diesen Rat nicht befolgen, ganz einfach, weil es notwendig ist, immer wieder auf Zahlen hinzuweisen. Aber jetzt einmal, ein Stück hat der Matthias mitgebracht, und das ist lustigerweise das erste Stück auf der ersten Notzilplatte von Peter Moser, die Vogelpolka. Viel Vergnügen. Thank you.
you can see. We have to drink here because this is a Musikantenstammtisch. This is not a regular concert. This is how Nottelbrass was started. This is the environment where it was started. We are now in a pub. All of us and all of you, we are sitting in the same pub. And you are wearing your leather trousers, your lederhosen, and you are having your beer, your can of beer. If it's in America or if it's here, it's a can of beer. And we are opening it up, we're singing a song, we're drinking it up, and now we're playing the Hermann Buarische. Oh. And this is the song, the first song, you are going to dance with your loved one at home. Have fun with the Hermann Buarische. It's a slow dance, so even if you're not sure you can make it, this is your chance. Give it a try. You will like it. Vielleicht dazwischen, ja. Aufs Trinken nicht vergessen. Die trockenen Lefzen befeuchten, benetzen ist ganz wichtig in unserer Berufsgruppe, in unserer Berufssparte. Die Tröpfcheninfektion nicht vergessen. Ja. Zum Wohl. Und auch dieses Stück war von Peter Moser an dieser Stelle ein schönen Gruß an den Bosch Franz, falls er zuschaut. Heute ist das meine liebste Weiß, was wir hier produzieren. Und für den Boschfranzl spielen wir jetzt. Er kann leider nicht live anrufen, weil er meine Nummer nicht hat. Aber wenn er jetzt anrufen würde, der Franz, würde er sich auch ein Stück vom Moser-Peter wünschen. Nämlich den Molligen, der passt auch zu mir so wahnsinnig gut. Thank you.
So, ladies and gentlemen at home, did you have your first dance? Did you try out to dance to this music? So if you ever ask yourself, how did all of this happen, all this Austrians coming to your country, playing for you those crazy shows, it all happened because of this music. It all happened because of these Zirbenschnaps drinks, which you don't have. But you should visit Austria once you're allowed to. Again, you should visit the Köbelwirt im Xäs. Everybody should do that, by the way. Außerdem möchte ich Hallo sagen zu allen Zuschauern, die auf der Woodstock der Blasmusikseite zuschauen. Grüß euch von den beiden ehemaligen Woodmastern, die es möglich gemacht haben, dass ihr hier zuschauen könnt. Danke auch an die Organisation vom Woodstock, dass sie uns da mitstreamen. Und für alle Woodstockler, was spielen wir jetzt? Ah, wie könnte es anders sein? Gute Fahrt. Gute Fahrt nach Ort im Innkreis heute. Eine böhmische von Gottlieb Weißbacher, dem König der böhmischen Musik. Social distancing. Ja. Zum Wohl. Ja. Ja. Ja.
Das ist ein echter Zirbenschnaps, Ziegenschnaps, echter Ziegenschnaps, Zirbenschnaps aus dem Gesäuse vom Wolfwick. Und der Wirt unseres Vertrauens in den Bergen, im Hochgebirge. Was haben wir denn als nächstes auf unserer Liste stehen? Sie sehen, die Stimmung ist bei uns gut. Was könnten wir als nächstes spielen? Was haben wir uns da aufgeschrieben? Die Steinzerbeuker. Oder nein, machen wir zuerst den Wildschönauer. Jubiläumswalzer. Wieder ein Weißbacher. Der Weißbacher hat die schönsten Stücke geschrieben. Oder the pieces we are playing right now are from a composer and flugelhorn player. His name was Gottlieb Weißbacher. And he was the king of Austrian Alpine folk traditional music. He wrote, if you see Gottlieb Weißbacher on the music, you know it can't be possibly a bad song. It's always a good song. A fantastic composer. And we are going to play a waltz by him. It's called the Wildschönauer Jubiläumswalzer. And it's a waltz we have never played before. So wish us luck. And use PayPal. Thank you. Jetzt gerumpelt. Now it rumpled. As we say. This was the Wildschönauer Jubiläumswalzer. And we played it for the first time, as you may have recognized. But we don't care, because this is a Musikantenstammtisch. And you are supposed to
talk to each other, dance and drink and sing along, and don't mind the music at all. This is how it's done when we are actually allowed to go to the pubs. So we are hoping you're having a good time. And I wrote a little piece, but this has it has German lyrics. And now I'm going to introduce it in German. Also, ich habe gestern Nacht ein Stück geschrieben für alle Zuschauer hier, auch von die oberösterreichischen Nachrichten streamen auch mit, grüß Gott auch, dorthin. Und wie ich schon vorher gesagt habe, es hat mich jemand kritisiert dafür, dass ich zu oft darauf hinweisen würde, dass das kein Gratis-Event ist, sondern dass es die Möglichkeit gibt, uns hier zu unterstützen, weil wir in der momentanen Situation irgendwie nicht spielen dürfen, außer hier. Und die Politik hat irgendwie noch keine Lösung gefunden für dieses Problem. Deswegen lösen wir selbst die Probleme mit Ihnen gemeinsam. Und nachdem ich nicht ansagen soll, dass das was kostet, habe ich ein passendes Lied dazu verfasst. Und ich werde versuchen, das jetzt hier dazu bringen für Sie. Der Marsch heißt Gruß vom Corona-Stammtisch. Thank you.
So, ich hoffe, das Stück hat Sie nicht gestört. Mich eigentlich nicht so sehr, weil es ist wichtig, dass man auch über die unangenehmen Dinge im Leben singt. Drum, Prost. Das ist gut angekommen, das spüren wir nochmal. Ja, am Applaus sieht man, sagt der Professor Giegler. Ja, er möchte gerne eine Professur in Detmold. Vielleicht kann man das an dieser Stelle, kann man ihn dafür empfehlen, wenn jemand zuschaut aus Detmold, der billig eine Professur abzugeben hat, der Giegler hat er. Er ist abgesichert, ist Wiener Philharmoniker, also er braucht dafür eigentlich nicht bezahlt werden, er möchte nur unbedingt in Detmold eine Professur. Ist auch schön dort. Ich darf leider nicht ausreißen. Aber ausreißen. Was spüren wir denn? Ziller. Zillach Tollamasch. Ein Weißbacher, ein Klassiker. Ein Klassiker. Now we're going to play a classic. The Zillertaler March. Oh yeah! Kollegen, wie geht's euch eigentlich so? Ja, gut. Sehr gut. Leiwand. Einem geht's leiwand, die anderen haben einen Durst. So, one of my friends is feeling well, the others are thirsty. I can completely understand, because it's really hot in here. It's getting hot in here. So we gotta follow your clothes. And, fresh beer. Ladies and gentlemen, this is fresh beer. I cannot talk about my beer sponsor, because it was not sponsored. So, let's carry on. Mit was machen wir weiter? Die Gsteinzerpolka. Die Gsteinzerpolka, ein Stück, ein Obergreiner Stück, eine Abart der Volksmusik. Die Alpenvolksmusik, unsere Freunde aus Slowenien und aus Kärnten und
für Christoph Spörk, liebe Grüße. Denk drüber nach. Für dich die Steinzer Polka, der Matthias Schorn, der Wiener Philharmoniker, wird sein Bestes geben, um so zu klingen wie Christoph Spörk, um den Obergreiner Sound zu perfektionieren. Und er meint das ernst. Lieber Christoph, es ist ernst gemeint. Und mit dieser Polka grüße ich auch meine Mama, die heute zum ersten Mal im Internet zuschaut, weil wir spielen Volksmusik. Hallo Mama. Wenn Sie zu dem Stück tanzen wollen, if you want to dance to this piece, you have to put away all the tables, because you need space. Also wenn Sie tanzen wollen zu dem Stück, tun Sie die alle Tische wegschieben, Sie brauchen Platz, es ist eine wilde Nummer. Austrian swing, Austrian Slovenian swing music, just the other way around. Instead of doom dagga doom dagga doom dagga doom dagga. So, die Steinzer Polka, bearbeitet von Bernhard Holl, meine Damen und Herren. Bravo, bravo. So, was haben wir hier noch anzubieten? 20 Minuten Pause. 20 Minuten Pause, jawohl. Ja, meine Damen und Herren, und das war die Pause. Herzlich willkommen im zweiten Teil. Wir spielen jetzt eine Bearbeitung von Franz Bosch vom Chrysanthemenwalzer. Nicht falsch verstehen, nicht Gruß an Böhmen, nein, Chrysanthemenwalzer. By the way, do you enjoy it? Please write it down in the comment section. I will have a look after this show is over. We are going to finish this can of beer, and then I'm going to read all your comments and possibly write back. But I'm trying to behave here. Und übrigens, wir vermissen, also ich
Und ich glaube, ich spreche hier für uns alle, vermisse das Wirtshaus enorm. Und vor allem auch die Wirtshausmusik und Sie, liebes Publikum. Also ich hoffe, Sie fühlen mit uns und sind hier mit uns. Und jetzt gibt es für Sie alle den Chrysanthemenwalzer und auch für uns, weil er so schön ist. Sehr schönes Stück. Und das nächste Stück ist dann Damenwahl. Aber vorher kommen wir zum Quiz der Woche. Das Quiz now. Ich habe eine kleine Grafik vorbereitet. Und zwar die Frage ist, bitte noch nicht einblenden. Die Frage ist, ich habe mir ja vorgenommen, meinen Bart wachsen zu lassen, bis ich zum ersten Mal wieder in einem ausverkauften Konzerthaus oder in einem vollen Jazzland auftreten kann. Und jetzt kommt die Quizfrage der Woche, ist eine Schätzfrage, bitte jetzt um die Grafik. Wie lange wird der Bart? Wird es Faktor K? Wird es Faktor C? Wird es Faktor J?
Wird es Faktor G oder wird es Faktor A? Ich glaube, Sie, für die, die es nicht verstehen, so the question is of the week, because I'm letting my beard grow as long as I'm not allowed to play in front of an audience. So if I'm allowed to play in front of a sold-out Wiener Konzerthaus, which is the place where I mostly play in Vienna, it's my musical home, or the full Jazzland, that's my musical home jazz club, a small, small club, by the way, with no internet streaming service, so I'll have to think about that as well. I'm letting my beard grow, and the question of the week is how long will it get? As you see on the graphic, will it become a K? That's Carl. Will it become a C? That's Charles. Will it become a J? That's Johannes. Will it become a G for Gandalf? Or in that case, it would be Gandalf. Or will it become the A for Albus? So please write in the comments what you think. I'm going to read it later. And once all of this is over, I will cut my beard and we will have a winner. And now we are going to play the wonderful, wonderful, wonderful piece, Late Roses, by Gottlieb Weitbacher. Späte Rosen, denn es wird immer später und später. Ich weiß zwar nicht, wie spät es ist, aber es wird später, das ist klar. Die Maßnahmen werden gelockert oder auch nicht. Wir wissen es nicht. Die Stimmung wird auf jeden Fall immer lockerer. Das ist richtig. Ich danke hier für meine persönlichen Einflüsterer. Ich möchte mich noch einmal bedanken bei meinen Kollegen. Am günstigsten sitzt hier Bernhard Holl. Ja, bravo, bravo, bravo.
er sitzt so günstig. Bernhard Hodl, he has the best place in the band. He's right next to the beer can. Ihr dürft nicht die Glaseln berühren, ihr müsst sie aber desinfizieren. Darum haben wir den Zirbenschnaps von Köbelwirt da. Auch hier noch einmal darauf hinweisen. Köbelwirt, Jonsbach im Gesäuse. Und dann haben wir Christian Bakanitsch. Hey. Christian Bakanitsch. Aus der Serie Vorteile der Corona-Krise. Wir hätten sonst wahrscheinlich nie zusammen gespielt. Jetzt, dadurch ist er sich ausgegangen. Und so durchs Virus kommen die Leute zusammen. Ne? Und dann darf ich welch Glanz in meiner Hütte. Hier im goldenen Musikvereinsaal meiner Wohnung. Die echten Wiener Philharmoniker. Man sieht es momentan nicht, weil sie auch sie haben den Bart wachsen lassen und sind ein bisschen verwahrlost. Und sie sind sehr seltsam, weil ihre Frauen auch berichten, sie sitzen zu Hause und zählen Takte unentwegt, aber es passiert nichts. Und am Sonntag kreuzen sie dann im Stresemann auf. Niemand weiß, was los ist. Auch sie scharren in den Startlöchern. Wann wird die Oper wieder aufsperren? Wird in der Oper überhaupt im nächsten Jahr eine Tuba-Stimme erklingen können? Wir glauben es nicht. Wir hoffen es natürlich für Christoph Giegler. Und der großartige, einzigartige Matthias Schorn an der Klarinette. Ein Hoch. Vielleicht noch ein Prosit. Ein Prosit, der gehört nicht heim. Ein Prosit, der gehört nicht heim. Zum Wohl allen Woodstockern und oberösterreichischen Nachrichtlern und allen Mamas und Papas und Fans und Freunden. Und allen Wirtshausgehern und Musikantenstammtisch und Musikantenwallfahrt vermissern, denen es so geht wie uns. Und für alle da draußen spielen wir jetzt eine letzte Runde. Erstmal einen bohrischen. Jeder kann noch einmal tanzen. Jeder Tanz kommt hier noch einmal dran. Every dance, every kind of dance is coming one more time. So now, my personal favorite of all the bohrische. It's called the Almrösel. Schagal. Thank you.
So, this was a Borischer, the Almröser, and it was my favorite Borischer. Also, mein Lieblingsborischer, das Almrösel. Auch ein Weißbacher. Jeder Deutsch sprechende müsste eigentlich wissen, wie man Borischen tanzt. For all the non-German speakers, the Borischer is a very, it's like an old dance, and it goes auseinander und wieder zum. Eins, zwei, drei, vier. It's a very easy dance, specially designed for the Alpine white man. and it's only one and two and one and two. No offbeats, everything's really, really simple. That's the only thing we can do here. So, and now, und jetzt der schönste Walzer aus dem Repertoire von Gottlieb Weißbacher. Das Stück spielen wir mit Notsichtbrass seit ganz am Anfang. Es war eins von den ersten drei Stücken, was wir gespielt haben. Früher war es so, ich musste den ganzen Tag pausieren, um am Abend einmal den Brennerseewalzer durchspielen zu können. Heute habe ich leider nicht mehr die Zeit, dass ich den ganzen Tag pausiere. Darum muss ich ihn auch am Schluss vom Programm spielen. Aber wenn Sie tanzen, dann haben Sie keine Sorgen. Und wenn wir spielen, haben wir auch keine Sorgen. Also lassen wir den Brennerseewalzer von Gottlieb Weißbacher erklingen. Und Sie schwingen vielleicht zu Hause tatsächlich das Tanzbein mit Ihrer Frau, mit Ihrem Mann, mit Ihren Kindern, mit Ihrem Nachbarn, mit einem Zaun dazwischen, vielleicht mit einer Maske um, vielleicht ohne Maske, vielleicht mit Desinfektionsmittel oder mit einem Gummianzug. Man weiß es nicht, aber tanzen kann man ja auch mit Distanz und oder mit dem Spiegel. Auf jeden Fall. Brennerseewalzer eignet sich vorzüglich dazu. An dieser Stelle übrigens möchte ich auch meine Kollegen von Notsichtbrass grüßen. Den Willi vor allem und den Gerhard und den Leonhard und den Bertel und den Roman und den Zoltan und natürlich auch die Urpartie, den Sommwolfe, den Fuchsberger Wastel und auch den Vogelmeier Walter, der bei der ersten Spülerei mitgespielt hat. Jetzt kommt der Brennerseewalzer für euch. Ich hoffe, wir spielen bald wieder mal miteinander, so wie es gehört. Thank you.
Oben die Luft noch heißer. Und ich möchte an dieser Stelle mich nochmal bei allen Unterstützern der Sendereihe Gunshot Home jetzt mal bedanken. Ich wollte ja nach der vierten Sendung Bilanz ziehen und entscheiden, ob ich weitermache. Es ist so, ich habe vor der vierten Sendung schon gewusst, ich mache auf jeden Fall weiter. Es funktioniert, es zahlt sich aus. Viele von Ihnen geben was, was es Ihnen wert ist, und das ist genug, dass ich hier die Sendung produzieren kann, dass ich die Musiker bezahlen kann und alle Beteiligten. Und für uns ist es einfach super, dass wir spielen können, und mittlerweile hat es sich schon ganz gut eingespielt, dass wir uns Sie einfach vorstellen, und vielleicht stellen Sie sich uns auch zu Hause vor. Und vielleicht verkürzt diese ganze Geschichte die Wartezeit ein bisschen, bis wir wieder zusammenkommen. Apropos, bis wir wieder zusammenkommen, ich habe ein Projekt nächstes Jahr, eine große Blasmusik, wo wir das, was wir hier gemacht haben, dann mehr mit eher böhmischer, großorchestraler Blasmusik machen werden, aber eine absolute All-Star-Truppe. Und von dieser Zusammensetzung sind da der Bernhard und der Matthias dabei. Es werden unter anderem dort mitspielen der Christoph Moschberger, der Jörg Brom, der Holger Müller wird Schlagzeug spielen von den Egerländern, von den echten Egerländern. Und dann wird ein gewisser Hans Gansch mitspielen. Haben Sie vielleicht schon mal gehört? Ich habe es geschafft, ihn aus der Pension zu locken mit diesem Programm. Und dann wird noch der Albert wieder mitspielen vom Blechhaufen und von unserem Trio. Und der Hurwa Steff von La Brass Banda. Und es wird eine bunt gemischte Truppe. Der Alexander Wurz ist dabei. Der Alois Eberl ist dabei. Es wird auf jeden Fall eine richtig geile Blaskapelle. Bitte? Christian Wieder darf man nicht vergessen. Christian Wieder darf man nicht vergessen. Michael Gruber. Michael Gruber. Hans Hindler, um Gottes Willen. Hans Hindler. Ich habe schon geglaubt, du sagst Hans Hinterseher. Aber nein, es ist der Stammwirt, wo wir alle hoffen, dass er diese Krise übersteht. Wie schaust du aus? Und Lehrmeister. Wirt und Lehrmeister. Hans Hindler ist, es geht Hans Hindler gut. Das ist für alle Musiker in Wien sehr wichtig zu wissen. Denn wenn Sie am Kurzplatz vorbeifahren, am Dienstag auf die Nacht, kann es passieren, dass Sie eine Traube wild spielender Blechbläser vor einem Lokal stehen sehen. Und das ist dann das Lokal vom Hindlerhans. Auch dieses Lokal sollte man bewerben. Code 1842, richtig, heißt das Lokal, am Karlsplatz in Wien. And for everybody who didn't understand anything I said, I'm really sorry. Now we are playing the official last piece, and it's going to be Kitzbühler. Okay, a real classic for all the Volksmusik Stammtisch and Musikantenwochen cracks, the Graubner Doll. This is the last piece for tonight. Thank you very much for watching. Have a nice crisis.
So, thank you very much for your thunderous ovation, Christian Bakanic, at the Steirische Harmonika und dem Akkordeon. Christoph Giger, Tuba. Bernhard Holl, die singende Säge, Posaune. Und Matthias Schorn an der Klarinette. Der Köpelwirt mit seinem Zirbenschnaps. Der Wolf Wick, liebe Grüße an die Familie Wolf. Und unser Bandleader und Gastgeber Thomas Kansch. Und jetzt verabschieden wir uns mit die Hannibolka. Wie kann das sein? Die Hannibolka, meine Damen und Herren. Auf besonderen vielfachen Wunsch von Matthias Schorn. Jetzt zum Schluss die Hannibolka. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns nächste Woche hier mit einem Rekordversuch. Wir werden hier diesen ganzen Raum ausnutzen, von vorne bis hinten. Wir werden ein Fischauge-Kamera hinstellen. Wir werden zu neunt hier spielen, denn es ist erlaubt. Zu neunt plus Videotechniker. 10 Personen in meinem Zimmer. Und wir werden uns hier so versetzt aufstellen, dass sich das ausgeht mit Abstand. Und nächste Woche spielt eine neunköpfige Abordnung des Salonorchesters Alhambra Swingmusik der 1920er, 30er und 40er Jahre. So next week we are going to have a record tryout here. We have 9 people in here. It's all within the law. So we are here in Austria allowed to have 10 people in a flat. So next week, 9 people from the Salon Orchestra Alhambra. We will play popular dance arrangements, music, Dixieland, swing stuff from the 1920s, 30s, and 40s. And I'm looking forward very much to next week. To the next edition of Ganj at Home. It was great having you here. Macht es alle gut. Allen Woodstockern wollen wir sagen, dass die Karten vom letzten Jahr auch heuer fürs Festival gültig sind. Und wünschen noch einen schönen Abend mit der Hannibolka. Möge es nächstes Jahr wieder stattfinden. Thank you.